Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück. Dead by Daylight als Survivor in Haddonfield mit einem Yogi-Bär. Hallo. Ich dachte schon, er wäre nicht da. Doch, doch, er ist da. So. Huntress. Huntress. Wiegenlied der Gegnerin hat sie. Wir haben keine Obsession, okay. Huntress auf der Map kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Sie guckt halt als allererstes erstmal in einen Schrank. Vielleicht will sie noch mehr Headshots. Das bist aber nicht du bei der Huntress direkt, oder? Nein, nein, ich sitze an einem Gen in der Ecke. Aber das ist eine andere Mac. Der Vorteil ist, ich hatte auch die. Es gibt ja die Aufgabe, zwei Leute mit voll aufgeladenen Echsen zu hitten. Mhm. Im Archiv. Und dann habe ich mir die Map insgeheim gewünscht, weil hier gibt es lange gerade Gänge, wo du das relativ leicht bewerkstelligen kannst, weil sie nicht weg können. Deswegen. Jo. Aber andererseits ist es halt hier auch schwer, lange Würfe zu machen, weil eben... Ja, weil halt so viel im Weg steht. Eben, deswegen ist es so entweder gut oder schlecht für einen. Für mich war es gut, weil die Survivor auch nicht die besten waren. Mach ich doch erstmal das Totem da weg. Ich finde es eh krass, es gibt hier das eine Achievement, dass du, ich glaube, 25 Mal auf eine Länge von über 25 Metern was... Oh, Nervenkitzel. Jemanden schlägst, also triffst. Ja, downst. Also sie muss auf dem Boden liegen daraufhin. Genau, und ich habe letztens so geguckt, was für Achievements es da auch gibt, die ich machen kann, ohne die Add-ons. Und machst du ein brennendes weg oder nicht brennendes? Nee, nicht brennendes. Ich mache auch ein nicht brennendes weg, dann gibt es nur noch ein nicht brennendes, maximal. Okay. Und das fand ich halt ziemlich krass, weil ich so gedacht habe, ey, in den ganzen Runden, in denen ich Huntress gespielt habe, und es hat gereicht für die 500 Würfe oder was es ist, habe ich noch nie, auch nur einmal, einen gedownt auf die Entfernung scheinbar. Ich gehe da mal retten, weil du ja bei mir auf der Seite bist. Ich bin gleich da. Gut, dann gehe ich nicht retten. Sie ist auf der Mainstraße. Ja. Den Gen da hinten will ich auch ehrlich gesagt gar nicht machen. Weil wegen da hinten habe ich schon einen gemacht. Hi, Creon. Na, die Claudette geht auch Richtung Retten, dann komme ich an den Gen. Hi, Creon. Guten Tag. La, 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 la. Naja, der Kira und ich vor der Polizei. Mhm. Das ist wie letztes Wochenende. Sie kommt auf der Hauptstraße. Ich ziehe sie hier hinten Richtung Haus. Vielleicht lässt sie dich am Gem arbeiten. Nope, lässt sie nicht. Ja gut, weil du in die Richtung dann gegangen bist. Ja, sie hat eine Axt auf mich geworfen, während ich noch am Gem saß. Also. Schade. Das hat nichts damit zu tun, dass ich dann weggelaufen bin. Sie hat den Gen getreten. Sie ist jetzt Richtung Haus gegangen, weil sie denkt, ich bin dahin. Nee, sie holt neue Äxte. Richtung das andere Haus oder das auf der Seite, wo der Gen ist? Andere Haus. Jetzt geht sie wieder zu unserem Gen. Nein, sie hat mich gesehen. Oh, der war knapp. Den muss ich dir geben. Ich ziehe sie hier ein bisschen um das Haus rum, damit du vielleicht den Gen schaffst. Aber... Nee, ich dachte erst, sie lässt mich in Ruhe. Tut sie nicht. Nö, sie möchte ja schon, dass du zu Fall gehst. Ich Idiot. Sie summt auch dabei schön ihr Lied. Das ist einfach schön. Ich muss jetzt leider einmal mit jemandem hängen, glaube ich. Über die Hälfte. Ja, sie wirft aber noch in deine Richtung, oder sie dreht sich gleich um und ich bin tot. Oh, der war hoch. Nee, sie läuft hier nach. Der Gen ist gleich durch. Nice. Danke, Claudette. Ich war gerade ein bisschen verängstigt, weil auf einmal so eine Claudette vor mir stand. Aber gut, war nett von ihr. Vielen Dank, Bugs Bunny. Du hast aber kein Bunny-Kostüm an. Was soll das? Claudette hat geregelt. Den Hit, den ich kassiert habe, der war wieder so dumm. Sneak, Sneak, Sneaky Sneak. Sobats Bunny. Ich rette dich, Häschen, mal genau am gleichen Tag wie eben. Okay. Yep.
Dann gehe ich hier mal in das Haus und versuche mal Gens zu machen. Bisher haben nur wir beide Gens gemacht. Sonst keiner. Hi. Ist hier ein Ausgang? Ja, aber dummerweise kein Ding. Okay. Einmal ganz kurz Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Das war beabsichtigt. Manchmal muss man einen Gem mit Absicht den Skillcheck nicht machen. Ich war zu langsam durchgekommen. Manchmal auch zweimal. Okay, du sollst den Gen machen, nicht rumspielen. Sie kommt straight zu diesem Gen natürlich, weil. Ha. Jetzt kommt sie zu dir. Na? Sie ist sich uneinig, wo wir sind. Nein, nicht extra auf mich werfen. Nein, nein, sie wird durchs Fenster werfen. Hat's aber nicht. Da unten drin war noch jemand? Ja, Bugs Bunny. Bugs Bunny ist irgendwie noch nicht so aware, was passiert in diesem Spiel. Ich glaube, die hat ab und zu noch so ein bisschen Angst, dass er einfach was verpassen könnte. Oh, du wurdest schon gerettet, Spiel. Okay. Ja, das war's gar nicht du. Ich dachte, das wärst du gewesen. Nein, nein, nein. Ich wollte gerade zu dir kommen. Ach, warst du das oben im Fenster? Ja, ja, ich war oben am Fenster. Ach so, ich dachte, du wärst das an dem Gen daneben gewesen. Nein, nein, nein. Ich war oben am Fenster, hab immer wieder rausgeguckt, dachte mir, komm, warum nicht? Ja, so ein bisschen Marktstand gespielt, sagst du. Ja, jemand könnte mal... Nicht. Oh, alles gut, vergiss das. Habt ihr schon gemacht, super. Ja, ist aber eine liebe Handlos hier, dass sie hier zulässt, dass man jemanden nochmal hochholt. Ja, weil sie merkt mich gesehen hat. Auch. Ja, merkt wahrscheinlich auch hier Bugs Bunny. Ah, du meinst, da fehlt noch ein bisschen die Experience. Beziehung. Ja, kann man mal. Ne? Hi, andere Mac. Mac Thomas. Ich loop sie noch um das Haus rum. Komm, ich heile dich mal, Bugs Bunny. Das ist zwar natürlich nicht unbedingt das Beste, es mit meinem Sunny-Kasten zu machen, den ich eigentlich brauche, um mich selber zu heilen, aber ey. So. Die Twerk, den Gen. Digga, es gibt nicht mal Ruin. Welchem Jahrhundert hast du das letzte? Wahrscheinlich kann die gar keine Fähigkeitschecks treffen, deswegen macht die das. Sie hat mich verloren, glaube ich. Ich glaube schon, ja. Ja, siehst du hinten, wo der Gen gemacht wurde. Gut, dann gehe ich wieder an den Gen rein. Ich höre sie recht laut. Tja. Ich höre eine Huntress. Yo, Bugs Bunny hat die Huntress auch gehört. Ich glaube, hier sitzt schon jemand am Gen dran. Nein. Also es gibt noch ein nicht brennendes Totem. Hast du zwei gemacht, oder was? Nein, aber es gibt nur drei nicht brennende Totems. Achso, stimmt, wir haben ja noch Nervenkitzel. Tschüss, Bugs. Bye-bye, Bunny. My body is over the ocean. My body is over the sea. Sie ist bei mir. Du bist hinten in dem Haus, wo du eben am Fenster standest. Ja. Der Mann an dem Fenster. Und tschüss. Sie tritt meinen Gen und ich habe mich verzogen. Ja, Fähigkeitschecks sind jetzt lautlos. Das habe ich gerade erstmal festgestellt. Ja, weil genug Hooks waren. Spaß. Ja. Ja, das wäre gerade auch so. Sie geht Richtung Meyers Haus. Ich sitze in irgendeinem Keller bei einem Gen. Okay, dann weiß ich, wo du bist. Die andere macht gar nichts. Sie steht auf der Straße. Dafür ist die Huntress bei mir. Dann über. Ich habe das letzte nicht brennende Totem gefunden. Ja, cool. Dann mache ich das weg und dann. Wenn ich ein brennendes Totem finde, werde ich sie da immer mal wieder hinlocken. Damit vielleicht entweder das Totem weggeht, Wiegenlied, oder damit man sie wenigstens immer wegzieht, damit man Ruhe hat. Hast du eine Ahnung, wo es sein könnte? Nein, ich werde auch gerade gejagt. Ich muss mich kurz mal ein bisschen konzentrieren. Konzentrieren? Das machst du sonst nie. Ah, da hat es mich noch in den Ellenbogen getroffen. Ja, normal muss ich das auch nicht. Ich bin wieder im Fensterhaus. Okay, sie hat mich verloren. Weil ich so fucking ruhig bin.
Ich hab sie zu. In dem Haus, wo der Djinn ist, am Fenster, da ist ein brennendes Totem. Ja, das Haus mit dem Djinn. Mhm. Ja. Ja, in dem ich durchs Fenster geguckt habe. Da ist ein brennendes Totem. Das heißt, immer wenn sie jemanden jagt, werde ich da antöppen. Verdammt. Ich hasse, wenn mir das passiert. Das passiert mir so oft. Diesen Trick verraten ihn nicht die Ärzte. Wait, was? Leider keine hohe Wand. Ich bin gegen eine Wand gelaufen. Keiner macht wieder was. Ja, so ist es. Der andere steht einfach nur dumm rum. GG AFK. Kommt sie nochmal? Keine Ahnung. Yep. Ja, lass müssen mal wir mal heilen. Nicht in den Busch gehen. Da kommen wir nicht weg. Wenn sie jetzt von einer Seite kommt, sind wir tot. Wir haben jetzt einen Fehler gemacht. Der uns jetzt gleich tötet. Aber ich renne weg. Hallo! Ja, das ist genau das, was ich dir gesagt habe. In der Ecke gehen. Ja, vielen Dank, dass du vor mir herläufst. Ja, ich lauf halt vor. Bist du hin? Du läufst vor mir her, wenn der Killer hinter uns ist. Das ist wie bei Politikern. Ich stehe voll hinter ihnen, wenn der Angriff von vorne kommt. Hallo. Es wird halt jetzt schwierig. Wir spielen quasi ein 2 gegen 1 gegen eine Huntress. Ha! Weil der Random anscheinend keine Lust hat, irgendwas zu machen. Hier dazu haben wir noch Wiegenlied der Gegner. Ja, ich suche einen anderen Djinn. Ich habe keinen Bock, da oben in der Mitte zu sein. Okay, sie macht einen Djinn. Das glaube ich nicht. Lügenpresse. Es ist zwar dummerweise der Keller-Djinn, den wir nicht machen sollten. Aber den ziehen wir jetzt durch, damit wir ein bisschen Pressure aufbauen können. What? Ich war da. Also, da ist ein Gebüsch im Weg, ja? Immer gut, das ist ein geiles, komisches Tannengewächs, durch das sowas durchfliegen kann, aber hey, macht ja wieder niemand was. Weißt du, die hätte den Djinn längst fertig machen können. Aber nein. Sie mussten erst mal das Näschen pudern. Heilt sie mich nicht. So, jetzt ist die Frage, wo die letzten Djinns sind. Also ein Djinn ist in dem Haus. Einer ein ist im Keller. Wahrscheinlich im Meyers Haus. Der Meyers Haus ist immer einer. Ja, aber ob der schon gemacht ist, weiß ich nicht. Wir haben die beiden auf der Straße gemacht und wir haben den da gemacht. Nein, auf der Straße ist noch einer. Was? Also haben wir Meyers Haus, das Haus, an dem... Haben wir nicht an beiden Enden auf der Straße... Oh, ich bin tot, okay, GG. Tastenerkennung. Ach, das ist blöd. Jetzt spielt er random alleine. So, schauen wir doch mal da rein. Der Dormkroll. Schöne Couch. Kann man sich mal gönnen. Kann man sich gönnen, sagst du? Die Couch, ja. Oh, da ist der Kerl um die Tür abgebogen. Hier ist halt kein Gang. Stein. Siehst du, das hier ist kein Durchgang. Ja. Nee, da ist einfach ein Stein. Alles Weg, da hatte ich keine Chance abzuhauen. Alles Wege. Überall nur diese blöde Hütte. Zäune, keine Chance durchzukommen.
brauche noch Grasbüschel. Dormcraw. Das klingt irgendwie wie hier bei Harry Potter im vierten Teil Durmstrang. Na, kein Barbecue. Wenn sie mich geheilt hätte, wäre alles einfacher gewesen. Hat sie aber nicht. Dormcraw. Und tschüss. Ah, der Axt mal kurz ausgewichen. Einmal am Krieren vorbeigerannt. Das und da nicht mal ein One-for-One machen. Oh, jetzt liegt sie dir gleich zu Füßen. Ha! Predicted! Was macht die Huntress jetzt? Neue Äxte holen. But why? Warum nicht? Ja, also, ich meine so. Die hat einen grünen, abgebrochenen Schlüssel dabei. Das sind die Items, die man braucht, neben der Werkzeugkiste. Plopp. Tot. Einfach tot. Der Antrieb hat 10.000 Punkte geholt, in der gesamten Runde. Nice. Würde ich mal sagen, das bis schauen wir uns zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Haut rein. Bye-bye.